Möchte nochmal oben drauf und gucken, was da so ist. Ach so, da ist ja hier oben. Das wusste ich jetzt nicht, dass der von hier oben kommt. Naja, dann, wir können es ja nochmal versuchen. Wenn wir jetzt schon dabei sind. So. Ist so ein bisschen... Ja, okay. Nee. Dann halt nicht. Okay, wir lassen diese Häuser komplett in Ruhe. Ist ja gut. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Ey, das macht mir echt Angst. Was ist denn später, ey? Wir müssen doch zu jedem verfickten Platz in der Welt nochmal, um dann die restlichen Gegner zu klären, die wir vorher noch nicht machen konnten. Okay, warte mal. Wait. Ach so, also das ist der Konverter, den wir hier sehen. Müsst ihr euch mal überlegen, ne? Der Abstand auf der Map ist das. Schon heftig. Und die Berge, die wir im Hintergrund sehen, sind dann die hier. Das ist auch heftig. Das heißt, ihr müsst euch mal überlegen, zwischen dem Konverter und diesem Berg da, irgendwo im Tal, muss sich noch so verdammt viel befinden. Hier, das ganze Gedöns hier. Wow. Mega viel Wasser, ey. Das sieht auch ultra interessant aus. Ha. Naja. Boah, ist jetzt halt die Frage. Sollen wir... Ich denke, geh mal davon aus, dass hier ist das Vor. Oder das hier? Ich glaube nicht, oder? Sollen wir... Sollen wir uns jetzt auf den Weg dahin machen, so die ganze Sache mit Ray und so und uns dann um Tavar kümmern, oder wollen wir eher Richtung Abessa? Ich meine, also einmal die Sache mit Ray würde uns halt komplett nach Osten führen und komplett die Sache mit Separatisten und Kallax und so alles wird uns halt nach Norden führen. Aber was verfolgen wir davon jetzt besser? Wir können uns ja immer wieder jetzt hier hin und her teleportieren. Das ist ja gar kein Problem. Ich sollte vielleicht echt mal gucken, dass ich mir jetzt meine... Dass ich nochmal nach Goliath gehe. Und meine Punkte jetzt in voll ausgebe, oder? Warte mal, ich speichere erstmal nochmal. So, Mann. Hier. Weil. Wir haben ja 12 Punkte immer noch zu vergeben. Haben auch so schon einiges frei, was wir noch lernen können. Und auch vielleicht lernen wollen, ne? Persönlichkeit würde ich noch so gerne mehr machen, ne? Was mich extrem nervt, ist, dass man kein Balken hat oder keine Zahl oder sowas, dass der Kältewert nur so angezeigt wird. Würde ich gern wissen, wie es genau da um uns steht, aber naja. Also das sind eh fraktionsspezifische, von daher... Ja, das ist halt ganz witzig. Aber erstmal nicht mehr. Ja, Erfahrung für getötete Feinde, Intelligenz und Gerissenheit. Es ist halt alles noch so verdammt weit weg, ne? Das hier. Falscher. Händler geben dir einen Rabatt. Siste, das wäre vielleicht mal so eine Sache. 5 Gerissenheit mehr? Why not? Ach ja, und das sind dann diese einfach nur so Werterhöher-Dinger. Ja, Gruppe. Intelligenz war der Intelligenz und Gerissenheit, ja. Ja, gut. Unsere Verbrechen werden niemals bemerkt werden. Hust. Ja, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Noch nicht zumindest. Das
Ist halt auch so, sollte man sich vielleicht mal schnellst drauf hin, aber ja, boah, aber ich, ja, also ich glaube schon, dass sich das auf lange Zeit echt lohnen kann. Ja, wobei so viel noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein nice to have Ding. Ah. Magie, Psi und so. Synthetisches Film. Okay. Ja, Waffen aufrüsten wäre halt auch nochmal so eine Sache. Wir haben halt auch nur 2 Lernpunkte, ne? Das muss man auch noch bedenken. Ja, wäre vielleicht echt ganz geil. Sowas wäre auch geil. Wir brauchen für alles mögliche Intelligenz. Warte, also, Falschen war jetzt auch... Nee, Falschen war Gerissenheit. So, also dafür brauchen wir... Wir brauchen 5 Gerissenheit und ansonsten mega viel Intelligenz für alles mögliche. Das wäre halt so sweet, aber viel zu viel Gerissenheit. Ja. Ja, das wäre halt auch nochmal geil. Also so auf dieses Waffenmodifizieren-Ding könnten wir jetzt auch mal richtig krass gehen. Also könnten wir. Ja, das würde auch damit drin sein, wenn wir Intelligenzdingen sind. Okay. Ja, das... Für alles brauchen wir hier gerade irgendwie Intelligenz und Gerissenheit, ja? Bergbau, ja, braucht man nicht noch upgraden erstmal. Mehr Zeit beim Hacken. War das bisher zeitbegrenzt? Aber immer... Naja gut, ich habe jetzt erst einmal richtig gehackt, aber... Ja, die Resistenzen könnte man halt auch. Dafür bräuchtest du halt wieder eine Konstitution, ne? Boah. Kostet halt auch alles Lernpunkte, ne? Ah, Mann. Oder Rüstung. Tiertrophäen. Guter Esser soll ja doch ganz nice sein. Ja, das möchte ich nicht. Auch nicht so unbedingt. Das wäre halt... Ja, Konstitution. Also Gerissenheit und Intelligenz wollten wir pushen und dann alles, was übrig ist, sollten wir so, was das angeht, anscheinend in Konstitution reinballern, oder? Ja, fehlt immer nur an Konstitution zur Zeit oder eben an dem, was wir... Ja, okay. Und, oder eben Geschicklichkeit. Ja, Geschicklichkeit brauche ich für sonst was anscheinend gerade erstmal nicht so wirklich, ne? Sollten wir... Also, was ich auf jeden Fall haben wollte, ist das Falschen, ja? Ja. Auf jeden Fall 5 in Gerissenheit ballern, ja? Fünf, ja? So. Das übernehmen wir erstmal. So. Dann. Ja, Geschicklichkeit brauchen wir halt für die Klausachen, ne? Da ist Geschicklichkeit am Über. So, und für, genau, Waffen aufrüsten und dann hier Sockel 5 Intelligenz noch ballern. Also auf jeden Fall 5 Intelligenz. So. Damit haben wir das alles frei. Und ansonsten halt Konstitution, ne? Ja, komm, Konstitution ist gerade unser niedrigster Wert. Die letzten beiden können wir jetzt auch noch hier reinstecken. Ist jetzt auch gut. So. Haben wir alles wieder auf runden Werten, außer die Stärke.
Wie kommt das eigentlich? Wir kriegen doch immer 5. Wie kann irgendwas auf einem nicht runden Wert sein? Kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Ha. Naja. Gut. Dann hätten wir das mal. Und dann haben wir jetzt halt 2 Lernpunkte und müssen uns jetzt eigentlich mal aussuchen, auf was wir gehen wollen. Granaten? Nö. Wuchtschlag. Wäre geil. Weiß nicht. Das wäre halt auch einfach nice to have. Einfach mehr Schaden. Einfach mehr Schaden. So. Oder Wucht der Schläge. Was heißt denn Wucht der Schläge? Ist doch Schaden, oder? Ja, Nahkampfwaffen ist halt... Ja, klar. Jetpack-Angriff haben wir halt bei Weitem noch nicht genug. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Sachen so... Erstmal glaube ich lieber noch nicht, weil wir halt uns noch nicht final entschieden haben. Und hier zählt halt jeder verfickte Lernpunkt, ne? Ja, aus der Überlebenskategorie sieht's gerade eher schlecht aus. Bräuchte man mehr Konstitution für alles. Ansonsten hier halt... Ja, Waffen aufrüsten... Heißt das jetzt auch für Schwerter und so generell Waffen, weil da halt so ein Schusswaffensymbol ist? Aber es gibt ja... Ich denke, das wird für alle gehen, wa? Ich meine, das und Sockel einsetzen wäre halt mega geil. Oder aber... Chemie erstmal nicht. Oder aber ich will halt Falscher haben, ne? Ich würde sagen, Falscher... Ja, das wäre auch geil, ne? 50 Intelligenz, Ich würde sagen, wir gehen einen auf Falscher und dann einen auf Sockel einsetzen oder sowas. Ich würde das ganz gerne mal machen. Deswegen, gehen wir mal eben rüber. Errungenschaft freigeschaltet. Fußkrank. Hui. So, warte mal. Also einmal... Technik. Pah. Einmal ein Handwerkslehrer und einmal ein Persönlichkeitslehrer. Handwerk und Persönlichkeit, genau. Ja. Genau, also, ja. Alrik und Sinda sind unsere Leute. Na, dann gehen wir doch mal zu den beiden Süßen, wa? Why not? Okay. Dann haben wir das auch erstmal wieder und dann, ja, dauert es wahrscheinlich auch wieder, ehe wir den nächsten Lernpunkt haben, um überhaupt irgendwas machen zu können. Ich hoffe mal, die Entscheidung ist gut. Wenn nicht, ja, dann ist das jetzt halt so. So, Alrik, bist du in... Da bist du, wunderbar. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Ich werde mal kurz einen Schluck trinken. Also warum ich das mit dem Sockel einsetzen nehmen möchte, ist ganz einfach. Ich weiß halt nicht, ob Waffenaufrüsten jetzt wirklich für Schusswaffen nur ist, wie auf dem Bild, oder generell für alle Waffen. Ich glaube, es ist generell für alle Waffen, aber ich will das Risiko trotzdem nicht eingehen. Und Sockel... Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Sockel ganz schön heftig sind, oder? Wobei wir... Verdammte Technik. Wobei wir nochmal nachgucken sollten. Hier, in einem... Genau, das sind halt diese Sockeldach... Dinger da.
So. Ein kleiner blauer Stein und blauer Stein. Warum? Wir haben es ja nur weiße. Kleine. Boah. Junge. Okay. Kann man einen Sockel denn ein- und rausnehmen? Ja, Bonusgesundheit. Bonusgesundheit. Ah ja, okay. Ich denke, das ist schon ganz geil. Oh, Erfahrung Quest. Ui, oder Erfahrung Monster. Ja doch, ich lerne das mit dem Sockeln. Bring. Ja, schneller so. Oh, fuck. Einmal zu viel gedrückt. So, Sockel einsetzen, her damit. Dankeschön. So, und dann nochmal eben zu Sinder, der guten Alten, und bei ihr noch das Feilschen erlernen. Lass die Technik lieber stecken. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Sinder! Mensch! So, Bring mir etwas bei. Natürlich. Falscher. Ups. Wie viel Persönlichkeit haben wir? Zwei erst. Ja, okay. Was kosten die nächste Stufe? 60 und 40, ach ja, klar. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Sieht man das jetzt direkt? An den Preisen? Ja, es sind auf jeden Fall komischere Preise. Apropos. Gerade keine besseren Waffen, die wir kaufen können oder sowas, ne? Ja. Nee. Ja, egal. Gut. Dann immer dieser Technikkram. Gehen wir nochmal hier hoch, denn ich weiß, oben im Hotel war eine Werkbank, safe. Ich möchte halt mal wissen, kann man die Sockel... Ich hoffe mal, dass man die rein und wieder rausnehmen kann. Was? Ah ja, also hat drei Sockel-Slots. Was? Hä? Waffen? Hä? Munition? Achso, nee, Sockel... Hä, warte mal. Also Waffen. Hier kann ich einfach Waffen bauen. Oder wie? Oder wie genau ist das jetzt? Könnte ich einfach anfertigen, hä? Wie? Einfach anfertigen? Für nichts oder wie? Hä? Ja, Tränke brauen. Mhm. Okay. Ja, die ganzen kleinen Dinger. So, das hier. Ringe. Mhm. Amulett des Banditen. Ja, das bisschen weniger Rüstung, aber dafür... So, Zutaten. Elexit, Goldbrocken, Dietrich. Bräuchte ich halt Goldschmiedfähigkeit für, aber wäre schon geil. Ach ne, hä? Ach, hier kann ich die Steine upgraden oder was? Ach, für einen großen... Also für einen blauen Stein brauche ich 4 kleine blaue Steine. Okay.
Und so verhält sich das mit jedem Ver... Okay. Und hier kann ich dann die Steine einsetzen, oder wie? Oder... Nee, hä? Also... Erklärt doch mal die Sache, meine Güte, was ist denn da? Hier steht Waffen, Nahkampf. Und dann kann ich die anfertigen. Die haben Sockelslots. Also, das hier hat einen Sockelslot, das hier hat drei. Der Adjutor. Hab ich den? Also, den, der wird angefertigt, oder wie? Was hat denn mein jetziger Adjutor? Das ist doch gar kein Item. Oder, hä? Und womit fertige ich die denn an? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ich werde mal eben speichern. So. Aha. Waffe steigern, Waffe modifizieren, Waffe ausschlachten. Okay. So, warte, was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Geht auch gar nichts, ne? Ja, das ist ausgegraut, das hier. Okay. Okay. Und jetzt könnte ich hier einen Sockel einsetzen. Das könnte ich jetzt mit den anderen Sachen auch machen. Beziehungsweise könnte ich nicht, weil... das Auseinanderschrauben ist ja gut, wenn man ganz lauter Random-Sachen mal auseinandernehmen möchte. So, aufrüsten. Dann würde die halt einfach zu einer besseren Waffe werden. Da könnte ich mir nicht eine bessere Waffe auch einfach so kaufen. Hat halt keinen Slot für einen Sockel. Das hier hat das Schlangenbiss und das Ignis Artifacts haben halt... Das sind halt Dinger, die ich noch ewig nicht anlegen kann. So. Okay, und dann kann ich die einsetzen und dann... Kann ich... Boah, fuck. Ja, kann ich die denn jetzt dann wieder rausnehmen oder nicht, wenn ich möchte? Das ist mir jetzt so die Frage. Also, warte. Wir speichern einfach nochmal und probieren es aus. So. Nehmen da jetzt dieses Ding hier. Mit der Erfahrung. Achso, und dann könnte ich den auch einfach wieder entfernen. Rein, raus, geht easy peasy, ja? Ah, warte, was habe ich denn da jetzt aus Versehen reingesetzt? Okay. Mhm. Ja, dann können wir die Slots ja voll machen. Oh, warum nicht? Achso, und dann musst du extra noch... Warte, das ist natürlich... Jetzt steht da erst einsetzen, ja, und ich kann... Kann ich die dann danach... Wir haben ja gespeichert. Die sind jetzt da... Einsetzen öffnet auch nur nochmal das hier. Ist genauso, als würde ich... Jetzt würde ich hier direkt draufklicken, okay. Resistenzen, Quests und Wuchtschlag. So. Wenn ich das jetzt habe, dann habe ich das. Und dann habe ich jetzt... Wird mir dann jetzt irgendwie angezeigt, dass ich irgendwo jetzt... bonusmäßig was hab. Also ich hab das jetzt, ja? Wie? Und wenn ich jetzt hier da drauf gehen würde, könnte ich die auch einfach wieder rausnehmen.
Ja, na dann. Dann ist das ja alles gut. Dann wird das wohl so in Ordnung sein. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so, hä? Ist ja quasi geil, war dann, ja. 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 Why not, ne? Okay. Okay. Ja dann. Boah, warte mal. Ich bin jetzt bei 1 Stunde 17 Aufnahmezeit. Das wären 3 Folgen. Ich werde hier einfach... Ja doch, ich werde hier mal einen Cut machen an der Stelle. Mit der Session mal nicht so lange. Weil... Ich glaube, sonst wird das nicht mehr so allzu witzig, weil ich halt doch recht erschöpft bin. Naja. Gut, Leute. Deswegen würde ich mal sagen, wäre es das für diese Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn ich da nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.